Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Starfield. Wir machen weiter da, wo wir aufgehört haben. Wir sind im Schloss, in dem Gefängnisbereich, müssen hier ein bisschen den Strom wiederherstellen, die Türen aufmachen, uns rausschießen, Mattis töten. Halt so die üblichen Dinge halt, ne? Aktuell sitzen wir hier unten fest, es ist alles hinter uns eingekracht. Wir sind nicht alles alleine tragen. Oh no. Oh, no, 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 du trittst meiner Gruppe nicht bei. Den Teufel werde ich tun und dich bei mir aufnehmen. Das wird nicht passieren. Ich sag's dir, das wird sowas von nicht passieren. Ich werde dich so platt machen. Das glaubst du gar nicht, so platt werde ich dich machen. Ich hoffe, dieser Satz gerade war rein zufällig. Und... Nein, 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 nein. Das will ich noch nicht wahrhaben. Der wird sich niemals unserer Crew anschließen. So, wir erhöhen kurz unsere Tragekapazität. So. Und dann geht's weiter. Hier haben wir noch eine Security-Kappe. Ich werde... Und den haben wir auch. Da kommt noch einer. Oh, Entschuldigung. Habe ich dir wohl ins Bein geschossen? Das tut mir aber unendlich leid. Ach, es ist... B-Block 6, Zellenöffner. Der Zellenöffner ist gesperrt. Kaputtes Intercom. Da habe ich dir jetzt gerade aus Versehen ins Bein geschossen. Ey. Sachen gibt, naja, Unfälle passieren. Hier ist eine Pritsche, willst du eine Runde schlafen? Ich lege mir mal eine Stunde hin. 20 Minuten, eine lokale Stunde, nein, wir legen uns nicht hin. Die sind einfach gestorben. Wir können mit den Dietrichen hier sogar einfach einbrechen. Können es ja mal versuchen, damit wir da auch mal drinne waren. Hier ist der und dann der da unten, nehme ich an. Jawohl. So. Hier ist dann der und der wäre dann wahrscheinlich hier. Ja. So. Gucken wir mal. Ja, der hat Munition dabei. Und eine Knarre. Wo hatte der denn eine Knarre her? Der Graf von Monte Cristo. Am 24. Februar 1815 meldete der Ausguck von Notre Dame de la Garde, der Dreimaster, die Pharao aus Smyrna, East und Neapel. Wie üblich legte ein Lotse sofort ab, fuhr um das Château de Luf und ging zwischen Cap Morrigo und der Insel Rio an Bord, der Pharao. Sofort waren die Mauern des Forts Saint-Jean voller Schaulustiger, denn in Marseille ist es immer ein großes Ereignis, wenn ein Schiff in den Hafen einläuft. Vor allem dann, wenn das Schiff wie die Pharao in den alten Docks von Foucaille gebaut, aufgeregt und beladen wurde und einem Eigentümer der Stadt gehört. So beginnt Alexandre Dumas Literaturklassiker, der die Geschichte von Edmond Dantes vorzüglichen Rachefeldzug gegen den Mann erzählt, der ihm so groß Unrecht angetan hatte. Alexandre Dumas, von dem ist doch auch die drei Musketiere. Cool. Glaube ich. Ja doch. Ich bin mir ziemlich sicher, dass von Alexandre Dumas die drei Musketiere sind. Hier ist noch eine Quette. Ist klar, der hat ja einfach mal noch ein paar Quettes rumfliegen gehabt. Wenn wir schon den Müll durchwühlen, können wir uns auch was Schönes mitnehmen. Die Fresse. Dankeschön. Oliver Twist handelt von dem Ort, an dem Oliver Twist geboren wurde und von den Umständen seiner Geburt. Das kennen wir schon. Der Ort, der besser nicht genannt wird. Weiß nicht, warum. Nein, stopp, ich muss nachladen. Hör auf, Steine zu spucken und du da hinten auch. Gut. Unsere Munition neigt sich dem Ende, Gott sei Dank. Haben wir das Thema bald auch erledigt. In irgendeiner Zelle muss doch noch was Sinnvolles liegen. Die machen wir noch schnell auf. Hm.
hier hätten wir den. Das heißt, wir brauchen einen, wo die drei in relativ gleichmäßigen Abständen sind. Hier haben wir dann 7. Gucken wir mal. Jawohl, ja. Dann haben wir noch einen 4er. Hätten wir sogar in der Tat. Was ist das? Ja. Easy. Skillpunkt verfügbar, Level 11. Digi Dietrich. Mega gut. Geschichten von Raum und Zeit. Das Kristallei. Bis vor einem Jahr gab es in der Nähe von Seven Dials einen kleinen, sehr schmuddelig anmutenden Laden, über dem in verwitterten gelben Lettern der Name Sea Cave Naturalist und Antiquitätenhändler stand. Im Schaufenster war eine kuriose Mischung aus den verschiedensten Objekten zu sehen. Elefantenstoßzähne, ein unvollständiges Schachspiel, Perlen und Waffen, eine Schachtel mit Augen, zwei Tigerschädel und ein menschlicher Schädel. Mehrere mottenzerfressene, ausgestopfte Affen, einer hielt eine Lampe in der Hand, ein altmodischer Schrank, ein schmutziges Straußenei, Angelzubehör und ein extrem schmutziges leeres Aquarium. Zum Zeitpunkt, an dem die Geschichte beginnt, befand sich dort auch ein kristallenes Objekt, das wie ein Ei geformt und glänzend poliert war. 1899 erschien diese Sammlung aus Werken von H.G. Wells. Sie umfasst 3 Kurzgeschichten und 2 Novellen: Das Kristallei, Der Stern der Vernichtung, Der Mann, der die Welt verändern wollte, Eine Geschichte aus der Steinzeit und Von kommenden Tagen. Oh, wir haben ein bisschen Munition gefunden. Das heißt, wir können einmal kurz nachladen, bevor es dann weitergeht. Hier haben wir noch einen Waffenkoffer. Endlich brauchen wir mal ein paar von diesen Digi-Dietrichen. Oh, und noch ein 2er etwas weiter auseinander. Nee. Der würde gehen, aber dann passt das nicht. Der und dann 2 nah beieinander. Ja. Und dann wieder 2. Das wäre der. Und dann hier unten nehme ich an, der. Ja. Gehen wir mit. Die Waffe auch. Was ist da unten schon wieder los? Ja. Kommen wir eh erstmal nicht hier hoch. Oder? Doch, tun sie. Die kommen hier hoch. Geh weg. Geh weg. Geh weg. Okay, wir brauchen unbedingt irgendeine Waffe mit Munition. Sonst haben wir nämlich ein riesiges Problem. Wir können noch benutzen die Sidestar auf jeden Fall. Die haben wir auf der 8 liegen. Und die haben wir auf der 7 liegen. Dann nehmen wir die auf die 5. Das bringt uns gerade nicht viel. Drumbeat. Oh komm, die können wir ja auch mal binden. Und zwar auf die 6. Dann gucken wir mal, was die Drumbeat so macht. Haben wir auf jeden Fall auch ein bisschen Munition für. Dich erledige ich doch mit links. Ja, ja. Ah ja, okay. Dann hat sich das nämlich auch erledigt mit der Drumbeat. Dann laufen wir einmal kurz weg und... Ach, die standen ineinander. Na gut. So. Das kleine Vieh, das weicht ganz schön aus. Er ist wieder abgetaucht. Machen die ja ganz gerne mal. So. Du hältst uns bloß auf. Ach, leck mich. Ich halte niemanden auf. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Wir haben einen Dreier, das heißt, das macht gar keinen Sinn. Dann gucken wir mal, welcher Vierer hier passt. Aber ich denke, von diesen Vierern passt keiner. Drei nebeneinander auch nicht. Dann kann es eigentlich, glaube ich, nur der sein. Und dann Zweier mit direkt nebeneinander. Das wärst du. So, und dann haben wir wieder ein Vierer und ein Zweier, nehme ich an. Der macht keinen Sinn. Der könnte eventuell hier oben passen. Und du dann da unten. Jawohl. Oh Gott, das können wir niemals tragen. Na egal. So, was sagt unser Gewicht? 182 von 168. Das heißt, wir gehen einmal kurz auf unsere Anzüge. Die sind halt schon was wert, aber die wiegen halt doch echt viel. Wir überlegen, ist der nicht sogar besser als der, den wir anhaben? Nicht wirklich. Den schmeißen wir weg. Helme. Ich glaube, wir finden auch am laufenden Band Helme. Den schmeißen wir auch weg. So, und dann habe ich gerade gesehen, haben wir auch noch Rucksäcke gefunden. Okay, die sind sogar besser als der, den wir haben. Aber 20 Tragekapazität halt, ne? Und der kommt weg. So, und schon sind wir wieder im Plus, was unser Inventar angeht. Wo geht's denn hier weiter? Müssen wir da hoch? Jetzt bin ich natürlich wieder völlig raus. Aber ich glaube ja. Da müssen wir hoch. Hoppala. Das schreckt mich doch nicht so. Mein Gott, ich bin doch wirklich schreckhaft. Aber warum müssen wir da hoch, wo wir schon waren? Hab ich etwa etwas übersehen? Mathis, halt die Fresse, ich unterhalte mich nicht mit dir. Sprich mit Mathis. Na, Mathis, wir müssen uns einmal unterhalten. Sag ich doch. Oh, komm her. Und? Hast du es dir schon anders überlegt? Muss ich dich töten? Ich will nicht darüber reden. Hör auf, davon zu reden. Ja, klar. Du hast es doch gesehen. Diese Dinger, was das auch war, haben ihn wahrscheinlich längst zerfetzt, haben uns die Arbeit abgenommen. Und wenn nicht, kriegen wir es trotzdem hin. Wir müssen uns nur ein bisschen die Hände schmutzig machen. Wäre ja nicht das erste Mal, oder? Vergiss es, ich mach nicht mit, Mathis, bei deinem Plan. Dass ich ausgerechnet mit dir hier unten festsitzen muss. Ehrlich. Okay, wie du willst. Okay, und was machen wir jetzt, nachdem wir beim Wachturm sind, Superhirn? Das finden wir jetzt heraus. Wir sollten eine Zelle suchen und nach versteckten Informationen suchen. Du warst wohl auch schon öfter im Knast. Okay, du bist der Boss. Ja. Und du folgst mir jetzt. Finde Jasper Quicks Zelle, das machen wir auch noch. Aber erstmal wohlwartende Begleiter ab. Oh ja. Gehen wir hier an den Wachpostencomputer für den D-Block. Gefangenenverzeichnis. Gefangenenverzeichnis Block D Abschnitt 1. Da hätten wir nämlich den Gerald Hawk. Freisender nicht erreichbar. Dann haben wir 101102 ist leer. 101103 ist der Richard Roderick. Nicht erreichbar. 104.01 war Emilio Villeneuve. 05 ist leer, 06 war Idris Naka, verstorben. Der Patrick Hesters, dann Raymond Lee in 08, Luca Fanne 09, Craig Wayne in 110, 111 war leer, 112 ist Shunai Haye, 113 ist Xander Butler, Timon Bean in der 114, 115 leer, Leonidas O'Connor 116, Joshua Farrell 117, Braden Haley, 18, 19 war Delvin, 20 war leer. Okay, dann gehen wir mal in den Abschnitt 2. Die Datenbank ist beschädigt, dann ist das wahrscheinlich das, wo wir hin müssen. Entriegle Block D, Abschnitt 3, haben wir Enzo Owens, Keenan Dickerson, Saxon Caldwell, Cole Bowes, Reyes McAfee, Ephraim Talbot, Aston Kane,
E.S. Sutton, Vian Hodgkins, Jay Mooney, Milo McPhee, Cohen Hensley, Jasper Quicks, 118. D03, 118. Okidoki, 118. Schalterblock D. Der Abschnitt 3 müssen wir entriegeln. Wurde entriegelt, hervorragend. Wir können die anderen auch entriegeln. Das haben wir einfach mal alle entriegelt. An das Security-Personal, der Zugang zum Zellenblock. Aufgrund der anhaltenden Sicherheitsbedenken ist beim Betreten von Zellblöcken zwecks Durchsuchung oder Appell folgende Prozedur auszuführen. Bei der entsprechenden Schaltanlage für den zugewiesenen Blockbereich ist Meldung zu erstatten. Es müssen mindestens 4, in Zahl 4, Sicherheitskräfte anwesend sein. Über das Intercom der Schaltanlage ist der Wachturm des Blocks zu verständigen. Für den Zugang ist der tägliche Code zu übermitteln. Die Schaltanlage wird vom Turm aus freigeschaltet. Durch Aktivieren der Schaltanlage werden alle Zellen im zugewiesenen Blockbereich geöffnet. Nach Abschluss der Tätigkeit ist der Blockbereich zu sichern. So. Abteilung für Gefangenentransporte, bewaffnete Gegenmaßnahmen. Der D-Block ist ein Hochsicherheitstrakt. In ihm werden also einige der gefährlichsten Straftäter dieser Anlage untergebracht. Bei Bedrohungen durch Insassen ist das Personal zu jeder Art von Schutzmaßnahme befugt. Wer im Dienst eine Waffe abfeuert, muss danach an einem Computer das Formular ARP07 ausfüllen, um den Vorfall zu dokumentieren. Und an das D-Block-Wachturmpersonal. Das Versteck in Zelle D206, okay. Bitte beachte, dass die Security in Zelle D0206 auf mögliches Ausbruchswerkzeug gestoßen ist. Aktuell ist diese Zelle unbelegt, sie wurde also nicht regelmäßig inspiziert. Unser Team hat das wohl übersehen. Bitte diese Zelle verriegelt halten. Sobald ich einige unerwartete, dringendere Probleme erledigt habe, werden wir das genauer untersuchen. 106. Okay, ist immerhin ein Anfang. Ja, ne? Weil, im Gegensatz zu dir, bin ich schlau. Der Strand von Dover. Liebste, lass uns treu zusammenstehen, denn diese Welt, die vor uns liegt, gleich ein Traumreich, das uns trügt, so bunt, so neu, so wunderschön. Doch frei von Liebe, Licht und Freud, frei von Nabtalschutz und Seelenruhe, stehen wir hier auf finsterer Flur, der Kampf ist wirre, Schreie hallen weit. Hier, wo Heere kämpfen in der Dunkelheit. So lautet die letzte Strophe von Matthew Arnolds bewegendem Gedicht Der Strand von Dover. Wohltätigkeit in einem gottlosen Universum 3. Amelia Sang, Teil 3. Als ich 19 Jahre alt war, verkündete unsere Kirche den Aufbruch. Es war von einem neuen Beginn und von Erneuerung die Rede. Anscheinend hatte unsere Siedlung zu viele Ungläubige aufgenommen. Die Gemeinde wollte alles mitnehmen, um in einer fernen Welt eine neue Kolonie zu gründen. Ein Ort ohne Fremdlinge, an dem der Glauben das Gesetz war. Feiglinge, ihr rennt davon! Ich flehte meine Familie an, nicht zu gehen. Diese Leute brauchen unsere Hilfe. Wie soll der Rest der Kolonie überleben, wenn wir ihre Generatoren mitnehmen? Für den Großteil der Gemeinde spielte das keine Rolle. Sie sahen nur Fremdlinge, Ungläubige, die sie von einem reinen Leben abhielten. Eines Abends meinte mein Vater zu mir, diese Leute sind hier, seit du ein kleines Mädchen warst. Sie hatten fast 20 Jahre Zeit, um das Wort Gottes zu hören. Doch sie verschließen ihre Ohren. Wir werden ihnen ihr Leben lassen und sie uns das unsere. In den Armenvierteln der Siedlung bekam man rasch Wind davon. Als der Tag des Aufbruchs nahte, ergriff die anderen Kolonisten Verzweiflung. Vor den Gebäuden der Kirche und unserem Raumhafen kam es zu Protesten. Dort bauten wir ein riesiges Schiff, einer Arche gleich. Am Tag des Aufbruchs schließlich versperrten Dutzende Kolonisten der Kirche den Eingang zum Raumhafen. Hunderte ausgemergelte Gesichter gegen hunderte blaue Roben. Doch den Sicherheitskräften der Kirche waren sie nicht gewachsen. Sie mussten weichen und die Gemeinde ging an Bord ihrer Arche. Die Menge konnte nur zusehen, als das Schiff mit brüllendem Antrieb in den Himmel entschwand. Ich befand mich unter ihnen. Ich konnte einfach nicht gehen. Ein Glaube, der den Hilflosen aufgibt, ist nicht mein Glaube. Ein Gott der Liebe, der solch Grausamkeit hervorbringt, kann nicht existieren. Ich bleibe zurück und warte. Geschichte der Xenobiologie. Die Sektion von Dr. Ludris jüngstem Fund ergab, dass es sich bei der Kreatur um eine Weiterentwicklung des mikroskopisch kleinen hydrothermalen Wurms handelte. Genau wie es Dr. Ludris aufgrund der äußeren Erscheinung der Kreatur bereits vermutet hatte.
Doch ihre Forschung deutet auch auf eine Spezies hin, die sich in verschiedene Phasen weiterentwickelt hat und dabei womöglich beträchtlich an Größe zulegen konnte. Es bleibt also die Frage, welche Version der Kreatur hat Dr. Ludris seziert und welche maximale Größe könnte sie noch erreichen? Die folgenden Abschnitte beschäftigen sich mit Nilsons Faszination für die Predatoren einer namenlosen Welt. Du solltest was davon ablegen. Achso, hier ist der Wachcomputer, ja. Da waren wir ja schon dran. Oh, das Schloss ist zu schwierig. So, wir haben einen L-Punkte-Skill. Den können wir einmal verteilen. Der Dieb. Hier könnten wir den Rang 3 machen. So, ne, wir müssen erstmal ein bisschen Taschendiebstahlen. Handel, ja. Wo ist denn das Schlösserknacken? Schildsysteme. Sicherheit. Brauchen wir noch 6 weitere Schlösser. Hier können wir weiter skillen. Dann haben wir 40% mehr Schildkapazität. Wir müssen erst Schildschaden bekommen. Logistik. Frachtkapazität von Schiffen wird erhöht. Können wir auch unsere Frachtkapazität erhöhen? Wohlbefinden. Maximal. Ach hier. Um 10 Kilogramm. 10 sind 10, ne? So. Sprinte 1000 Meter, während du mindestens 75% deiner maximalen Tragekapazität benutzt. Das ist ja durchaus der Fall. Dann können wir erstmal weiter. So. D0318. Und D02106. So, was haben wir? Hier haben wir wieder ein paar Zellen. Und ich dachte, wir machen was Lustiges. Zum Beispiel eine Bank ausrauben oder so. Ja, Typ, ne? Der macht mich fertig. Wir können es auf jeden Fall einmal heilen. Wo sind wir denn hier? Hier sind wir in 0112. 0113. Na, komm schon rüber. Danke. So, Lagerkiste. 3, 4, 5. Hier hätten wir 3 nebeneinander, dann brauchen wir 2 etwas sich fast gegenüberliegend. Hinten haben wir aber nicht, wir könnten den nehmen, dann brauchen wir diesen Dreier. Zack, zack. So, dann haben wir hier 3, 3. Achso, wir haben ja noch 2. Ja, gut, hab nichts gedacht. Das wäre dann der und der. Ein Overall mitgenommen. Ist Type gewonnen. Hier haben wir noch Kühlmittel und zack, da sind wir wieder voll. Sehr gut. Und dann geht's hier runter. Ich weiß nicht, warum so eine Musik anfängt und vor allem, warum gekämpft wird. Da ist einer. Okay, die anderen weiß ich jetzt gerade nicht, wo die sind. Aber wir werden getroffen. Ach hier. Da sieht man manchmal den Wald vor lauter Bäumen nicht. Aufpassen, dass der Mattes nicht uns irgendwann noch in den Rücken fällt, dadurch, dass der weiß, dass wir ihm nicht helfen. Ist ja auch nicht doof. Das hier scheint die Cafeteria zu sein oder Mensa. Jetzt krabbeln die schon an der Decke. Ich fasse es nicht. Was sind das für ässliche Larven? So, das nehmen wir auch mit. Einmal nachladen. Manchmal will ich nachladen, drücke R und dann, ja. Hier ist eine Tür.
Notizbuch, digitaler Rahmen, eine Haushaltspapierrolle, aber die dürfen wir nicht mitnehmen. Stifte, da, den hat es auch erwischt. Aber das Geld nehme ich wohl und die Uniform nehme ich dir auch ab. Dann ist hier wieder eine Tür. Die haben wir gerade aufgemacht. Gut, sind wir einmal erfolgreich im Kreis gelaufen. Sehr gut. So, darüber. Da haben wir wieder irgendein Vieh getriggert. Okay, aber unser CO2 regeneriert sich noch, wenn wir stehen bleiben. Zwar langsam, aber es regeneriert sich. 177. Können wir vielleicht nochmal das erhöhen? Ja? Ja, sehr gut. Und schon können wir auch wieder laufen und es regeneriert sich. So. Was bist du denn? D03. Hier wollten wir hin. D03 Zellenöffner. Haben wir gemacht. Intercom kaputt. So, du bist die 118. Jawohl, ja. Dass die alle Munition in ihren Zellen haben. Eine Lampe. Der Fuß dieser Schreibtischlampe scheint locker zu sein. Wir brechen den Sockel auf. Die besten Pläne. Hat heute jemand was von einem Schiff gefaselt, das ein Vermögen in Credits geladen hat? Solche Stories sind normalerweise Bullshit, klar. Aber er hatte Details. Ich habe ihn ausgequetscht. Das Schiff heißt Legacy und war ein Transporter der Galbank. Ist im Krieg irgendwann in einem abgelegenen System abgestürzt. Genau auf so ein Ding habe ich gewartet. Ich muss Carter Bescheid geben, dass wir bald von diesem Felsen verschwinden. Er hilft dem Mining-Team, sich in die Putzkammer im Lüftungsraum zu schleichen. Da graben wir nicht nach oben, sondern durch. Direkt in die Waffenkammer. Carter sagt, dass die Codes aller Terminals im Schloss regelmäßig geändert werden. Wir müssen das Ganze also sorgfältig koordinieren. Vorerst verwenden wir mal seinen Spind im Duschbereich als Versteck für den Code zur Putzkammer. Nächsten Monat um die Zeit müsste ich aus diesem Drecksloch raus sein und ein Konto voller Credits haben. Nicht schlecht, wie die das geplant haben. Also ich suche Carter Spind. Und Zelle D206 wollen wir auch noch finden. Ja. Ja, hast du. Alles gut. So. Welche Zelle sind wir denn jetzt gelandet? D317. Die haben scheinbar hier richtig Kohle gemacht in der Zelle. Hervorragend. D206. Das müsste ja eigentlich einer von den beiden optionalen sein. Hier ist noch 114. Wer tut sich sowas bloß freiwillig an? Ich hätte keinen Bock, die ganze Zeit bewachen zu müssen. Da wird man ja des Lebens nicht mehr glücklich. So. Dann gehen wir doch einmal in den 102er Bereich. Moin. Ich wette, die Dinger kriechen direkt hinter den Wänden rum. Wahrscheinlich. Hat er da sogar recht? Zellen öffnen. So. Ja, wir werden den Weg dahin schon noch irgendwie finden.
Kann ja nicht so schwer sein. Aber wo sind wir denn jetzt? Ja, hier wollten wir hin. So. D204. Ach, Menno. Da wollen wir rein. Ach, wir müssen die alle entriegeln. Scheiße, wo ist denn die Entriegelung? Na, den können wir so aufmachen, natürlich. Aber die 106 müssen wir entriegeln. Okay, das ist ja ärgerlich. Schade, dass wir den nicht einfach aufknacken können. Ich sag's dir, ich tue mir nie wieder Eis in einen Drink. Das heißt, wir müssen dafür noch einen Computer finden, um die zu entriegeln. Na gut. Klicken wir einmal drauf, dann ist das auch weg. Dann gehen wir einmal hier runter, hoffe ich. Da ist die Küche. Hier sind die Duschen. Wir lassen kurz ein bisschen regenerieren. Komm mal her, kann ich dir was geben? Finden wir hier unten noch was oder versucht der Gardo einfach uns aus dem Weg zu räumen? Vielleicht versucht er uns auch aus dem Weg zu räumen, wer weiß. Haben wir hier Waffenständer? Hier. Zellenöffner. Ich hoffe, das war's. Gehen wir da jetzt nochmal kurz hin. Vielleicht kommen wir da jetzt rein. Einmal hier hoch. Um. So, ist offen und. Jawoll, ja. Hallihallo. Durchsuche Kraterspind machen wir natürlich gleich auch noch, aber erstmal nehmen wir hier alles mit. Gift, Schalldämpfer, Drumbeat. Sehr cool. 187 von 178. Du hast ein Item, das ein Leiden heilen kann, das dich momentan plagt. Suche in der Kategorie Hilfe nach Symbolen, die zu einem Leiden im Abschnitt Statuseffekte des Statusmenüs passen. Okay, Moment. Wir haben hier dieses Leiden. Und zwar haben wir einen Muskelriss und wir haben etwas, was einen Muskelriss heilen kann. So, wir haben uns ja gerade das angeguckt, wie das aussieht und brauchen jetzt quasi etwas, was den Muskelriss heilt. Woran sehe ich das? Ja, also angeblich habe ich was, was den Muskelriss heilt, aber... Irgendwie auch nicht. Wie komme ich da drauf? Also wie sehe ich, dass das das heilt? Der sagt mir, ich habe das, aber irgendwie auch nicht. Na gut. Waffen... Wo ist die, die wir gerade gefunden haben? Die hier. Die nehmen wir dann natürlich für die 6 rein. Und dann will ich mal überlegen, ob wir uns vielleicht mal von der einen oder anderen Waffe trennen. Zum Beispiel Ripshark. Werfen wir 2-mal weg. Ist halt da, können wir einfach auch 8-mal wegwerfen. Dann wird das mit dem Inventar wieder ein bisschen besser. So. Anzüge haben wir die beiden. Rucksäcke die, Helme die. Das passt. Kleidung. Schmeißen wir einmal die weg. So, Notizen. Und da haben wir wieder alles erfüllt. Wir laufen jetzt auch erstmal mit dem Muskelriss rum, weil ich zu blöd bin, den zu behandeln. Was ist das? Das haben wir ja gerade alles weggeworfen. Das wollte ich an sich wieder aufheben. David Copperfield.
Da unten liegt noch Munition. Jetzt haben wir ganze 6 Schuss dafür, immerhin. Kannst du dir vorstellen, wie wütend die Gefangenen gewesen sein müssen? Nein. Kann ich mir nicht vorstellen. So, in die Duschen. Mich nicht gewundert, wenn hier Gegner sind. Carters Job Beweis. Carters Job Beweis, ja. Okay, Carter. Der neue Code für die Putzkammer lautet 4861071. Das Mining Team braucht noch ungefähr eine Woche, um durch das Eis zu kommen. Bis dahin hast du Zeit für deinen Teil des Plans. Wenn der Tunnel die Waffenkammer erreicht hat, starten meine Leute eine Revolte. Wenn du das Feuerwerk hörst, schwing deinen Arsch zur Shuttle-Rampe. Wir haben nur eine Chance. Wenn wir es richtig machen, sind wir dem Schatz auf der Legacy einen Schritt näher. Wenn du den Wachen was verrätst. Naja, du weißt ja, was dann passiert. Geh weg. Mattis. Was ist denn mit dir nicht richtig? Verpiss dich doch. Einen Spind, den wir noch aufknacken können. Haben wir die beiden. Jep, jep. So, 3, 2. Gucken wir mal. So und so. Ach, man muss hier doch irgendwie rauskommen, verdammt. Kaufst du den zusätzlich zu anderen Boni dauerhaft um 2% billiger ein. Geil. Sehr cool. Das ist mir wieder. Das war ein guter Fund. Unglaublich, dass hier die Fleet angefangen hat. Das ist Geschichte, Mann. Ja, gerade wolltest du das noch nicht so wirklich hören, sondern nur zu deinem Vorteil hier rumlaufen, du Spasti. Eine gewisse Sympathie ist vorhanden. Ich hoffe, man merkt das nicht zu dolle. Und unser Inventar ist so voll. Ja, machen wir einmal die Tür auf. Hopp, 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 hopp. Wartungszugangscomputer entsperren. Ich hoffe, ich muss mir den Code nicht merken. Tür öffnen. Tür wird geöffnet, abgeschlossen. Und die Tür ist offen. Ah, lockere Abdeckung. Hup. Begib dich zur Shuttle-Rampe. Machen wir. Im Moment macht es mit dem Inventar eh keinen Sinn, weiter hier auf Loot-Tour zu gehen. War das eine Waffenkammer? Sieht aus, als hätten sie alles leergeräumt. Sieht so aus, ne? Und das eine oder andere finden wir bestimmt hier. Sekunde kurz. Hm? Dürfte nützlich sein. Gib die mir? Wir teilen alles, was wir finden, 50-50, oder? Na gut. Dann behalt du die erstmal. Okay, gehen wir weiter. Aber das scheint hier wirklich alles leer zu sein. Hier liegt noch ein bisschen was rum. Der Pack ist zu voll, du hältst uns auf. Halt die Klappe. Naja gut, aber sonst liegt hier wirklich nur Ramsch. Hier wird die Wache den Helm. Können wir den noch mitnehmen? Ja. So, komm, wir gehen weiter. Ach du Scheiße. Hier liegt ja auch noch mal so viel Ramsch rum. Hier ist noch ein Safe, den können wir natürlich aufmachen. 4-3. Wahrscheinlich. Nee. Der würde passen.
Jetzt haben wir hier noch ein Zweier, aber wir haben. Ups, warte mal. Wir haben gar keine Zweier. Ah, ne, ein Dreier. Eins, zwei, drei. Nee. Der hier könnte passen, ja. So. Und jetzt gerade stelle ich fest, dass das blau ist, wenn es passt, kann das sein? Da muss man nur finden, wie es passt. Wieder was dazugelernt. Na gut. Ja, wir haben Credits und ein paar Sachen. Ist mitgenommen. Den Rest lassen wir hier. Ich glaube, bis. Muss hier doch irgendwie rauskommen, verdammt. Jo, kommen wir ja auch früher oder später. Rettungsaxt, Gefängniskleidung, Meißel. Medpack, das ist cool. Oh, das war's mit der Munition. Nehmen wir die Waffe wieder. Schadgas. Ach da, diese Pfütze ist gemein. Okay, die habe ich nicht gesehen. Das ätzt sich durch die Sohlen. Ich dachte, wir machen was Lustiges, zum Beispiel eine Bank ausrauben oder so. Dieser Typ, ne? Die UC Security Rüstung brauchen wir jetzt beim besten Willen nicht mehr. Die haben wir ja schon zuhauf. Die bin ich auch stolz wie ein Honigkuchenpferd. Der hat nochmal 44 Credits. Die sind ja aber auch teilweise gestorben hier beim Kippeln, ne? So, deshalb, liebe Kinder, deshalb lernt ihr in der Schule nicht kippeln. Ihr seht, was dann passiert. Ja. Ne, er ist das beste Beispiel. Er hat es vorgemacht, er hat es nachgemacht, ist umgefallen. Wir sehen, wie der Stuhl umgefallen ist, mit der Nase auf dem Boden. So, eine Nachricht an den Organisator Wayne Harrishman. Geburtstagsferien für die Insassen. Wayne, die letztes Jahr von dir ins Leben gerufenen Geburtstagsfeiern für die Insassen müssen ein Ende haben. Ich weiß, dass Rehabilitation und Moral bei den Insassen direkt zusammenhängen, aber das wird viel zu gefährlich und es geht zu viel kaputt. Sicher bist du enttäuscht darüber, aber am Ende sind wir ein Gefängnis und kein Hotel. Diese Leute haben schreckliche Verbrechen an der Menschheit begangen, also müssen sie damit klarkommen, dass es keine Partys mehr gibt. Und die Quizfragen für diesen Monat. Hier sind die Antworten für das aktuelle Quiz. Versichere dich, dass die richtigen Papiere ausgefüllt wurden, damit das Personal Anspruch auf die Preise geltend machen kann. Auf die erste Frage, welche Art von Stern pulsiert schnell, sodass Durchmesser, Temperatur und Leuchtkraft variieren, ist ein veränderlicher Kippeidenstern oder Kippeidenstern. Wie wird ein Neutronenstern mit einem extrem starken Magnetfeld noch genannt? Magnetar. Frage 3, die Antwort ist Canopus, ne, ist der zweithellste Stern von New Atlantis. Die Filamente sind die größten Strukturen im Universum. Und das Herzsprung-Russell-Diagramm ist das Diagramm, welches die absolute Helligkeit von Sternen gegen ihren Spektraltypen aufgelegt werden. Schön, schön, schön. Wir gehen weiter. Dann kommen wir hier vielleicht noch lebend raus mit einem einigermaßen gut befüllten Inventar. Medits nehmen wir mit. Die Sides da auch. Von dir das Medpack nehmen wir mit. Und da kommen wieder welche. Er hat einfach eine fucking Minigun. Ich fasse es nicht. Dafür will ich haben. Oh, das ist gut, dass er die hat. Du bist tot. Der schnetzelt die ja richtig weg. Nicht schlecht, Herr Specht. Vielleicht mag ich dich doch langsam. Aber auch nur solange du diese Waffe hast. Sobald ich sie habe, ist mir wieder egal. Oh, der zwei Digi-Dietriche. Die nehmen wir mit.
Noch ein Spiel. Muss die UC viel Geld gekostet haben, den Laden hier zu verlieren. Geschieht ihnen ja, das denke ich auch. Ja, ob es ihnen gerecht geschieht, weiß ich nicht. Aber ich glaube, die UC ist tatsächlich auch gar nicht mal so unschuldig. Offenbar spielt Starfield einfach in der Welt, wo irgendwie jeder weg am Stecken hat und auch jede Organisation irgendwo kacke ist. Danke. Da geht's weiter. Gucken wir kurz einmal noch hier hinten. Entsperren uns noch den Waffenkoffer. Dreier mit zwei nebeneinander kann ja nur der sein. So. Gut. Dass wir jetzt das Rätsel gelöst haben, dass die Dinger blau sind, wenn es passt, macht es natürlich dann auch noch mal ein bisschen leichter. Im Nachhinein haue ich mir da auch wieder ganz schön dolle vor den Kopf, dass man das nicht eher gesehen hat. Die bezahlen uns gar nichts, ne? Musste ich aber wahr. So. Büro des Direktors. Was gibt es hier Schönes? Wird ja gelacht, wenn hier noch irgendeiner lebt, aber fies. Das war wohl das Büro des Direktors. Gänzlich unmöglich. Das Büro liegt direkt neben der Shuttle-Rampe. Wohl um schnell abhauen zu können. Clever. Wahrscheinlich. So, der passt hier. Dann haben wir noch den Dreier. Das wäre dann wahrscheinlich der hier. Okay, wir dürfen dem Ganzen aber nicht blind vertrauen, weil jetzt müssen wir es einmal rückgängig machen. Der würde passen, nämlich hier. Und dann passt nämlich der Zweier hier. Ja. So. Der würde passen hier. Und dann der da. Hat ja ewig gedauert. Geh ans Intercom, wir müssen reden. Ja, ja. Ich hab dir was gefunden. Ich bin's nämlich langsam leid, hier festzusitzen. Ich habe Informationen über Quicks Vermächtnis gefunden, auch wenn Mattis keine Hilfe war. Oder wir können sogar dank Mattes. Aha. Okay. Ich wusste es. Alle haben gesagt, ich wäre verrückt. Aber ich wusste, dass wir hier unten die Antworten finden. Und ich habe mir die richtige Hilfe gesucht. Hey, was soll das? Erzähl keinen Scheiß, Delgado. Ich habe sehr wohl geholfen. Ist das Mathis? Soll die Klappe halten. Ich kümmere mich später um ihn. Klar. Pläne für das Schloss an und ich glaube, wir kriegen euch von da nicht zurück an die Oberfläche. Aber ich kann die Außentüren zur Shuttle-Rampe öffnen und ihr könnt mit einem der Shuttles da unten direkt zum Schlüssel fliegen. Ich finde, wir sollten uns treffen. Ich will das Schloss erst noch fertig durchsuchen. Was ist mit meinem Schiff? Keine Angst wegen deinem Schiff. Ich lass es abholen. Schwing du einfach deinen Arsch in das Shuttle und verschwinde von hier. Alles klar, Boss. Jetzt können wir gleich noch mit Mattis reden. Ich würde aber vorher gerne noch an den Computer von dem Direktor, weil wir haben hier nämlich noch die Nachricht an die KE725 Stationsrelais. Das letzte Versorgungsschiff hat gerade abgehoben und ich bin fuchsteufelswild. Wie soll ich ohne die nötige Ausstattung bitte ein Gefängnis führen? Das Heizungssystem reicht nicht aus, die Wasserfilter fallen ständig aus und wir verfügen kaum über automatische Sicherheitsmaßnahmen, um unsere überforderten Wachen zu entlasten. Ich habe keine Ahnung, warum meine Anfragen wiederholt abgelehnt werden. Das ist hier kein Zeltlager. Hier sterben Leute. Bitte sag mir, wann du meine Anfragen erreichst. Ansonsten kannst du dir einen anderen Gefängnisdirektor suchen. Wir erbeten kommt hier das
Vorstrafenregister von Jasper Quicks. Sein Transport wurde gerade bewilligt, während ich dies an die Com-Station sende, wird also gerade alles vorbereitet. Dieser Typ ist extrem gefährlich, Tom. Sei vorsichtig. Vorgehen in der Reihenfolge der Schwere und verknopft mit den UC-Dateinummern. Dann hat er hier einmal, was haben wir denn, geringfügige Einbrüche, 26 Mal, 18 Mal krimineller Umgang mit Besitz der United Colonies, 33 Diebstähle geringfügig, 17 schwere Einbrüche, 42 schwere Diebstähle, 8 Mal schwere Brandstiftung, 1 Mal unsittliche Entblößung, 16 Mal Zerstörung von Privateigentum, 62 Mal Zerstörung von privaten Raumschiffen, 36 mal unbewaffnete schwere Körperverletzung, 46 mal schwere bewaffnete Körperverletzung, 19 mal schwere Körperverletzung eines Security Officers, 18 mal versuchter Mord, 93 mal Totschlag und 24 mal vorsätzlicher Mord. Irgendetwas Besorgniserregendes geht im Schloss vor sich. Seit einer Woche erfassen die seismischen Sensoren Anomalien, ohne dass wir einen Grund dafür finden können. Unsere Technikerin beharrt darauf, dass diese Anomalien menschengemacht sind und nicht auf den Planeten zurückgehen. Daraufhin habe ich den ganzen Laden auseinandernehmen lassen, ohne Ergebnis. Ich hoffe, dass bloß die Maschinen verrückt spielen, aber vielleicht hacken auch die Gefangenen etwas aus. Ich habe unangekündigte Zellen durchsuchen und tägliche Zählungen angeordnet, aber es scheint alles normal zu sein. Ich halte dich auf dem Laufenden. Hier unten wird es immer rätselhafter. In der Verbrennungsanlage der Anlage wurden Knochenreste gefunden. Dem Arzt zufolge stammen sie von zwei Personen. Beide starben durch ein scharf gezacktes Objekt. Die fraglichen Gefangenen stammen aus dem D-Block und haben keine bekannten Verwandten oder Komplizen. Da es im D-Block über 100 Verdächtige gibt, wird die Eingrenzung keine leichte Aufgabe. Dieser Vorfall und die seismischen Anomalien deuten darauf hin, dass im Schloss irgendetwas passieren wird. Darum bitte ich darum, dass so bald wie möglich zusätzliche Sicherheitskräfte hierhin entsandt werden. Na, wirklich für voll genommen wurde es nicht, ne? So, Mathis, wie schaut's aus? Warum zur Hölle hast du Delgado angelogen? Du hast das nicht alles alleine gemacht. Wechsle nicht das Thema, du wolltest Delgado umlegen. Hey, komm schon. Ich wollte nur das Beste für uns beide. Ich hätte dich auch übergehen können, habe ich aber nicht. Pass auf, diese Sache mit lass uns Delgado umlegen, vergessen wir einfach, dass ich das gesagt habe, ja? Ist nie passiert. Ich denke drüber nach. Verstehe, die Schiene fährst du. Naja, hab ich wohl verdient. Hast du. Und jetzt verschwinden wir endlich. Jawohl, ja. Was haben wir denn hier noch so rumfliegen? Das können wir ja alles mitnehmen. Hol wartende Begleiter ab. Na, mal los, bis die Tür offen ist. Wir müssen hier bestimmt gleich noch ein paar Wellen an Gegnern besiegen. Minigun-Dude, mach regelt das. Hallo. Das klang nicht gut. So, das ist ja auch ein nettes Shuttle. Könntest du aufhören, darauf zu schießen? Schieß weiter, schieß weiter. Du darfst weiter schießen. Wir haben einfach die scheiß Königin gefunden. Ich gehe da nicht mehr runter. Einmal die Waffe ein bisschen. Okay. Sehr gut, das wird ihr Ende. Finde ich gut. Freut mich. Piu, piu, piu.
Ja, mach mal. Töte das Vieh doch bitte einfach. Komm schon, wir haben es doch gleich. Jawohl, sehr gut gemacht, Mathis. Leiden kann ich dich trotzdem nicht. So. Ob wir das Schiff wohl behalten dürfen, hm? UC Gefängnis-Shuttle. Obwohl, wenn ich mir das hier gerade richtig angucke, will man das gar nicht unbedingt behandeln. Schreibtisch, Kugelspielzeug, Bilderrahmen. Aha. Waffenkoffer. Oh, hier sind tatsächlich Waffen drin. Na gut, die müssen wir noch mitnehmen. Das ist alles leer. Dann gehen wir einmal nicht weiter. Moin, Mathis. Wir gehen mal kurz in die Ego-Perspektive und schauen uns so hier um. Das ist einfach nur ein Stuhl. Hier geht noch eine Leiter hoch. Ah ja. Okay, cool. Dann haben wir hier oben den Pilotensitz, nehme ich an. Credits nehmen wir natürlich noch mit. Die Credits nehmen wir natürlich noch mit. Hier ist ein Schleudersitz und hier ist dann der Pilotensitz. Cool, abheben. Du hast jetzt ein neues Heimatschiff. Dein vorheriges Heimatschiff wurde deiner Flotte hinzugefügt. Um an die zurückgelassenen Schiffe in deiner Flotte zu gelangen, wendest du dich in einer beliebigen größeren Stadt an einen Schiffswartungstechniker und lässt dir die Schiffe in deinem Besitz zeigen. Anschließend kannst du die Schiffe deiner Flotte durchschalten und Heimatschiffanliegen auswählen, um dein Schiff zurückzuholen. Das ist ja cool. Wir haben ein neues Schiff. Das freut mich sehr. Wahnsinn. So, was hat... Oh, wow. Das Schiff ist ja mal übelst beschissen. Kann das sein? Das hat keine Waffen. Aber einen riesigen Kraftsprung. So. Wir stehen einfach mal auf, während wir hier so rumfliegen. Er sitzt da. Ich konnte dem vorhin Gott sei Dank keine Sachen in sein Inventar legen. Das heißt, wir hätten den sogar wahrscheinlich auf dem Planeten töten können. Schilde offline, weil das Schiff hat keine Schilde. Im Grunde sind wir gerade ganz, 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 ganz. So, andocken, rufen. Schlüssel bestätigt, Fleetschiff. Willkommen zu Hause. Dankeschön, dann docken wir an. Dann wechseln wir aber auch wieder auf unser anderes Schiff, weil ohne Waffen fühle ich mich dann doch ganz schön unsicher und vor allem ohne Schilde. Einsteigen, bitte. Immer wieder ein schöner Moment, zum Schiff zurückzukehren. So. Captain, hallo. Moin, Vesco. Ich stelle beruhigt fest, dass Sie Ihren jüngsten Schlafzyklus überlebt haben. Das habe ich in der Tat. Ja, habe ich. Die Fleet ist Familie. Einander zu bestehlen ist einfach... Naja, wenn das so ist, gut. So, jetzt können wir hier zu der einen auf jeden Fall gehen und unser Schiff wieder wechseln, glaube ich. Isras Schwester soll eine krasse Söldnerin sein. Nee, so, euch suche ich gerade. Ach, warte mal, wir sollten erst obwohl wir gehen erst zu ihr. Hi. Wir haben auf dem Schlüssel keinen offiziellen Wachdienst. Hilfst du mir bei meinem Schiff? Klar, aber vergiss nicht,
meine Arbeit kostet. Ja, ist ja nicht schlimm. Mein Schiff muss repariert werden. Ich würde gerne meine Schiffe sehen. Klar, genau das suche ich. Das? Kleiner Scherz. Mal sehen. So, eines deiner Schiffe ist nicht registriert. Du musst dieses Schiff registrieren, um es modifizieren oder verbessern zu können. Das ist mein Heimatschiff aktuell. Ein Crewmitglied passt drauf. Keine Waffen. Bamsch. Das ist unser anderes Schiff. Das mache ich zum Heimatschiff anlegen. So, perfekt. Könnten wir in der Theorie dieses Schiff eigentlich auch verkaufen? Wir können das registrieren, untersuchen. Ich meine, das ist nichts wert, aber trotzdem. Ja, gut. Aber du musst das bitte noch... Bist du hier? Ja, reparier das mal bitte noch. Dieser Rosthaufen hier fällt ja ohne meine Arbeit nicht schon morgen auseinander. Mein Schiff muss repariert werden. Ich würde dein Geld ja gerne nehmen, aber dein Schiff ist in Topform. Cool, dann hau rein, ne? Tschüss. So, dann gehen wir einmal bei... Die Fleet beschützt ihre Leute, aber wer uns will. Das freut mich. Wenn du ein paar Creds übrig hast oder Schrott loswerden willst, geht's nicht. Ja. Muss nur zu der richtigen Händlerin meines Vertrauens. Meine Sachen sind teuer. Wir können über alles reden, solange du die Credits hast. Die habe ich. Vor allem hast du auch welche. Das ist der Händler. Wir wollen verkaufen. Und dann habe ich hier, für dich, habe ich gerade alles gelootet da unten. Kannst du alles haben. Brauch Platz im 257 von 170. Upsi. Bom, 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 bom. Ja, nimm das doch auch. Nimm alles. Nimm einfach alles. Es dürfte ja eigentlich wieder ein schönes Sümmchen Credits geben. So. Ich habe auch noch ein paar Waffen, die kannst du gerne haben. Zum Beispiel die Coachman nimmst du, die zwei Drumbeats nimmst du, die nimmst du auch, die Messer. Ich habe 7 Sides. Fuck. Ja, die müssen wir gleich zurückkaufen. Da habe ich jetzt einmal zu viel. Das kann auch weg. Die kann weg. Die kann weg, die kann weg. Die auch, die auch. Die behalte ich. Die kann weg. Die behalten wir auf jeden Fall. So, Rückkauf machen wir gleich. Anzüge. Ich meine, der ist überall besser, außer... in der Thermal- und Korrosiv. Kommt weg. Rucksack habe ich den 2-mal. Kommt weg. Helme. Kommt auch weg. So, Kleidung. Pass auf, ich habe den, habe ich 2-mal. Da kannst du einen von haben. Dann ist das auch weg. Notizen. Zack, 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 zack. Perfekto, danke. Du hast jetzt ja nicht mehr so viel Kohle, wenn ich das richtig sehe. Dann aus dem Schiffsinventar verkaufen. Habe ich da noch... Oh ja. Dann nimmst du das auch einfach noch alles. So, Rucksäcke habe ich 3 Stück im Schiffsinventar. Da steht gar nicht bei, wie viel extra Kapazität. Der kann weg. Ja, nicht, das nicht, das nicht. Okay. Nein, ich habe was vergessen. Ja. Kann ich jetzt noch zurückkaufen? Nö. Schade. Ich habe dir nämlich was verkauft, was ich dir nicht verkaufen wollte. Aber ich glaube, dem ist jetzt einfach so. Weil jetzt nimmst du ganz schön viel Kohle davon, wenn ich das zurückkaufen will. Dann behalt das doch alles. Du gibst mir nichts und dann... Du bist doch. Munition. Ah, du nimmst doch ganz schön viel für Munition. Die finde ich mir selbst. Tschüss. Jederzeit gerne. Jo. So, jetzt. Immer nach einem größeren. Gehen wir noch einmal hoch. Ich glaube, er hat uns eh nichts zu sagen, oder? Hallo. Wenn du dein Konto ein wenig auspolstern willst, bist du bei der Auftragsbörse richtig. Alles klar. Brauchst du Credits, weißt du, wo du mich findest. Jo.
Aber im Moment suche ich erstmal nur den Fahrstuhl, weil wir gehen noch schnell hoch. Reden mit ihm und dann ist auch Feierabend für heute. Dann ruft das Bett ganz laut meinen Namen. Boing. Endlich. Warum hat das so lange gedauert? Hat's doch gar nicht. Hat auch Zeit. Ich wollte schon runter und eure Leichen plündern. Nicht jetzt, Neva. Also, ihr habt was gefunden. Her damit. Slate geben. Bitte schön. Das ist alles? Nur eine Slate? Bei so vielen Verlusten ist das besser eine Karte mit einem großen roten X drauf. Treffelauch. Mit Vermächtnis war nicht Cricks Schatz gemeint, sondern ein Schiff. Die Legacy, also Vermächtnis. Ein Galebank-Transporter voller Credits. Ich habe noch nie von irgendeinem abgestürzten Galebank-Schiff gehört. Und selbst wenn es das Schiff gibt, wurde es sicher längst geplündert. Nein, Neva, denk nach. Wenn die Galebank das vertuscht hat und es mit der Zeit in Vergessenheit geraten ist, wusste keiner davon. Okay, das ändert die Sachlage. Nachdem wir jetzt wissen, worum es geht, müssen wir die Suche eingrenzen. Tja, es gibt das Vermächtnis also wirklich. Und die Aufnahme beweist, dass das Schiff irgendwo im All ist. Wir müssen es nur finden. Das werden wir bestimmt. Fangen wir mal damit an, was wir wissen. Das Schiff war von der Galebank, also hat die Bank Akten darüber, wo es verschwunden ist. Vermutlich, ja. Neva, hattest du nicht an einem Deal mit Rokoff gearbeitet? Irgendeine Wohltätigkeitsgala auf einem Trident Starliner? Ernsthaft? Ich arbeite seit 3 Monaten an der Sache. Das ist mein Projekt. Meine Güte, kannst du mal das Projekt vergessen und dein Hirn einschalten? Auf dem Starliner gibt es eine Galebank VIP Suite. Und das heißt... Komm schon, ist nicht so schwer. Das heißt, dass ein Galebank-Manager an Bord ist. Wir schnappen uns seinen Zugangspass und sehen uns im Galebank-Archiv in New Atlantis um. Ach du Scheiße, das könnte echt klappen. Ich schreibe sofort Rokoff. Pack deine Koffer, Neuling, ab in den Urlaub. Und nimm die Waffe mit. Du hast sie dir verdient und sie könnte nützlich sein, wenn Rokoff es wie üblich verbockt. Eine legendäre Waffe, ich dreh durch. Ich wollte schon immer mal eine Weltraumkreuzfahrt machen. Gut, genau das machst du nämlich auch. Das freut mich sehr. Neva und ich sind zu bekannt, um einfach so auf dem Starliner herumzuspazieren. Wenn die Security von Trident uns sieht, ist es aus. Du musst auf das Schiff gehen, Kontakt mit Rokoff aufnehmen und mir den Zugangspass besorgen. Das krieg ich definitiv hin, aber, ne? Bezahlung ist diesmal hier. Red keinen Quatsch. Denk an unser großes Ziel. Wenn wir uns klug anstellen, werden wir alle für den Job bezahlt. Na gut. Doch, bevor du gehst, wollte ich dir noch sagen, dass ich mir deine Worte über Mathis zu Herzen genommen habe. Er wird von der Fleet ausgeschlossen. Gott sei Dank. Es überrascht mich, dass er es unversehrt von Suvorov runtergeschafft hat. Mir geht's um die Credits. Warum machst du Mathis Zucker von meiner Meinung abhängig? Weil du den Job schließlich erledigt hast. Du bist meinen Befehlen gefolgt und hast deinen Hals riskiert, um diese Daten zum Schlüssel zu kriegen. Wahrscheinlich hast du Mathis durch das Schloss geschleift und ihn davon abgehalten, etwas Dummes zu tun. Das haben wir in der Tat, ja. Ich denke, dass du richtig entschieden hast. Wir werden sehen. Okay, dann los. Dein nächster Halt ist Rokoff Starliner, die Siren of the Stars. Und denk daran, Rokoff muss nichts von Cricks Vermächtnis erfahren. Das bleibt erstmal unter uns. Und jetzt los. Hey, Neuling. Ich muss noch kurz mit dir reden, bevor du gehst. Komm ins Last Nova, wenn du mit Mathis fertig bist. Okidoki. Sprich mit Mathis. Danke, dann machen wir das auch noch schnell. Da unten ist der irgendwo. Ich nehme an, wir müssen runterfahren. Und Rhea, haben wir was zu bereden? Ah, hallo. Hi. Darf ich dich was Persönliches fragen? Okay, das war's fürs Erste. Ja, mach's gut, tschüss. Da kommen wir nicht hinter. Willst du was anfangen? Nein. Wo sind wir denn jetzt hier gelandet? Ah ja. Ah, hier wollte ich ja gar nicht hin. Wir wollten da hinten dann mal.
Mein Inventar ist aber nicht voll, ne? Oh, ich bin immer noch überladen. Was habe ich denn jetzt schon wieder verbockt, dass ich schon wieder überladen bin? Die Ressourcen? Okay. Das Inventar und ich, wir werden in diesem Spiel wahrscheinlich einfach nie Freunde werden. So. Neuling. Ja. Die Fleet beschützt ihre Leute. Aber wer uns verrät, der ist tot. Ja, deshalb muss ich auch mal ganz kurz ein ernstes Wörtchen mit... Ich glaube, ich habe mit Mephis gar nichts mehr zu bereden. Das heißt, wir gehen einfach direkt hier ins Last Nova. Und hören uns mal an, was die uns noch zu sagen hat. Ach doch, da ist er ja. Mephis, hi. Hey, ich will mit dir reden. Fuck you. Wegen dir schmeißt mich Delgado aus der Fleet. Aber weißt du was? Leg dir mal lieber deine eigene Flotte zu. Ich mache nämlich Jagd auf dich. Ich habe nur das gemacht, was für die Fleet am besten ist. Hätte ich Delgado lieber von deinem kleinen Mordplan erzählen sollen? Ah, verstehe. Du hältst dich wohl für eine große Nummer, oder? Oh, ich bin eine große Dem Nummer. Dem armen Mathis ein bisschen Gnade gewähren, wo du jetzt Delgados Kumpel bist, ja? Rate mal, dein Großmut befördert mich vom Schlüssel. Und das heißt, dass du dich besser in Acht nimmst. Falls du versuchst, mich zu erpressen, das klappt nicht. Nee, ich versuche bestimmt nicht, dir deine sauer verdienten Credits abzuschwatzen. Ich nehme sie mir einfach von deiner qualmenden Leiche. Hattest du nicht Befehl, die Station zu verlassen? Wir könnten das beschleunigen. Vielleicht mit einer Luftschleuse. Und jetzt geh mir aus den Augen! Wir speichern einmal kurz. Ich würde mich gerne mal eine reinhauen. Aber das bringt nichts, gut. Tschüss, Mephis. War schön mit dir. Wir gucken uns einmal die Waffe an, die wir gerade übrigens bekommen haben. Nämlich die Kielhauer. Gehen wir uns auf die 2, den Kielhauler. Das ist die Waffe, die er da gerade hatte. Ja. Hey, richte das Ding bloß nicht auf mich. Mach ich nicht. Und hallo, Neva. Bevor Del dich beim Faulenzen sieht. Da bist du ja. Okay, pass auf. Ich arbeite seit Monaten mit diesem Arschloch Rockhoff auf der Siren of the Stars an einem Ding. Und ich habe nicht vor, mir die Kohle durch die Lappen gehen zu lassen. Also bringst du den Job für mich zu Ende. Wäre ganz hilfreich, wenn ich wüsste, wovon du redest. Solange ich einen Anteil kriege. Klar kriegst du einen Anteil. So läuft das hier immer. Warum sollte es diesmal anders sein? Rockhoff hat mir gesteckt, dass auf der Siren of the Stars irgendeine dämliche Wohltätigkeitsgala stattfindet. Die verleihen da den sogenannten Erdenretterpreis, der zigtausende von Credits wert ist. Es ist also ganz einfach. Während du auf der Siren bist, um dir den Galbank-Zugangspass zu besorgen, schnappst du dir auch den Preis. Ja, ich mach das auf jeden Fall. Aber ich suche irgendwas mit dem Preis zu tun. Hat er? Nein, Dombrowski ist nur an Bord, um die Galbank-VIP-Suite zu nutzen und sich auf Kosten der Bank zu amüsieren. Okay. Er feiert sicher mit den anderen verwöhnten Schnöseln, aber ich kann dir garantieren, dass ihm völlig egal ist, worum es bei dem Event geht. Na gut. Ich gehe nicht gerne. Was ist das? Ja, toll, ich kann hier nicht wirklich das machen, was ich gerne machen will. Mir wäre es lieber, ich kann mich auf Quicks Vermächtnis kommen, müsste den Preis für halt ehrlich verdienen. Ich gehe, komm, wir machen das Erste. Und mir wäre es lieber, ich hätte den Gegenwert dieses Preises auf meinem Konto. Also musst du da leider durch. Du kannst okay. Dir so viele Witze und Ausreden einfallen lassen, wie du willst. Aber wenn du nicht mit dem ER-Preis zurückkommst, ziehe ich dir das vom Sold ab.
What the fuck? Ich kriege mein Geld auf jeden Fall. Wie viel du bekommst, liegt allein an dir. Verstanden? Du musst wohl einfach entscheiden, ob es das wert ist. Ich beschaffe dir die blöde Trophäe. Einfach. Dann ist das ja geklärt. Gut. Okay, Neuling, wir sind hier fertig. Ab auf die Siren mit dir, erledige den Job. Mach ich. Warum nennen mich alle eigentlich immer Neuling? Weil du das bist. Du bist neu, unerfahren, Frischfleisch. Unter der ganzen Unerfahrenheit hast du sicher auch einen echten Namen. Aber ganz ehrlich, interessiert keine Sau. Na toll. Also gewöhn dich an das Wort. Bis du dir deine Sporen verdient hast, bist du für alle in der Fleet ein Neuling. Na gut. Viel Glück. Oh, unser Questlog sagt übrigens, erstatte auf der UC Vigilance Bericht. Machen wir natürlich. Aber vielleicht lügen wir ein bisschen. Wir haben Erfrierungen. Wir haben eine Wetterwarnung. Und wir haben Gelenkschmerzen wegen unserem Muskelriss. Naja, gut. Hält sich ja alles in Grenzen. Wir können ja hier noch einen Arzt aufsuchen. Aber das tun wir in der nächsten Folge. An dieser Stelle bedanke ich mich vielmals fürs Zuschauen. Und sage bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Ciao.